Servus Leute und herzlich willkommen beim Gamer Impuls zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Und zwar möchte ich euch die nächste Challenge zeigen im Last Wish Raid beim Tresor. Und damit ihr das Ganze natürlich weiterhin verfolgen könnt, die ganzen Challenge, würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke einzuschalten, um immer dabei zu sein, wenn ich die nächste Challenge bei Last Wish hochlade. Aber nun weiter im Text. Damit wir die ganze Challenge absolvieren können, gehen wir natürlich in den Tresor, teilen uns dementsprechend auf, wie wir das Ganze brauchen, und dann fangen wir einfach an. Und zwar ist es ja so, dass die Ad-Verteidigung immer in der Mitte des Tresors ist, aber diesmal nicht, denn diesmal wird die Ad-Verteidigung in den Räumen reingehen. Das heißt, bei Stein, bei Wald, bei Treppe wird sich jeweils eine Ad-Kontrolle aufhalten und dort bis zum Schluss auch bleiben. Und dann kommt auch schon die Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Ritter, die dort drin spawnen, schnellstmöglich zu töten. Die Ritter dürfen nicht über diese besessenen Barriere übertreten. Ansonsten ist die Herausforderung fehlgeschlagen. Damit ihr das Ganze natürlich euch ein bisschen vereinfachen könnt, haut die Super drauf. Oder wie es ich hier mache, ich spiele hier mit Traktor und mit Icarus Shotgun. Das vereinfacht das Ganze. Ihr könnt natürlich als Titan Solarhammer, macht ihr den Schultercharge und die Icarus. Also gibt verschiedene Variationen. Hauptsache der Ritter ist down danach und kann die Grenze nicht überschreiten. Das ist auf jeden Fall die ganze Challenge, die ihr hier machen müsst. Ich denke, das ist machbar und dürfte keine allzu großen Probleme mit sich bringen. Okay, das war's dann auch wieder von meiner Seite her. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, dass ihr die Challenge schafft. Vergesst meinen Kanal bitte nicht zum Abonnieren. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal und ich wünsche euch noch viel Spaß mit diesem Video. Also, Servus!